Hey, wow, es ist so schön hier zu sein. Ich freue mich voll. Bevor ich meinen Text vortrage, würde ich gern vorab eine kleine Anekdote erzählen, denn mir ist vor einiger Zeit was sehr Lustiges passiert. Und zwar kennt ihr das sicher, wenn ihr so durch die Straßen lauft, euch kommt eine Person entgegen und dann will man irgendwie ausweichen, geht so einen Schritt nach links, geht die Person auch einen Schritt nach links, geht man einen Schritt nach rechts, geht die Person auch einen Schritt nach rechts und man hat diesen weirden Tanz und niemand kommt vorbei. So, mir ist genau das passiert, aber mit einer Taube. Und ich hab's in ihren Augen gesehen. Das war für uns beide ein großer Moment. Ja, ich habe einen Text geschrieben, und zwar habe ich einen Text geschrieben über einen mir persönlich sehr nahestehenden Menschen. Es ist ein Text über mich, denn als junger Mensch fragt man sich irgendwie oft, wer bin ich, wer darf ich sein, was ist Teil meiner Identität? Und darüber habe ich versucht, mir Gedanken zu machen, und der Text trägt den Titel Identität. Hi. Ich bin Benjamin, Benjamin Poljak. Rückwärts heiße ich Kailob Niemeinep. Meine besten Freunde nennen mich Benny. Meine Mutter nennt mich immer noch Seitschik. Das ist Russisch und bedeutet Häschen. Ich bin 24 Jahre alt. Mit 24 isst man kein Häschen. Ich bin ein Hase. Häufig frage ich mich, was zu meiner Identität gehört, wie ich mich bezeichnen soll, als was für ein Mensch ich durch die Welt ziehen will. Kant hat gefragt, was ist der Mensch? H.P. Baxter hat gefragt, how much is the fish? Wer sagt mir jetzt, welche Frage die entscheidendere ist? Soll ich nach den Maximen des kategorischen Imperativs leben oder lieber nach der Lehre des Döp-Döp-Döp-Döp-Döp-Döp-Döps? Der zeitgenössische Philosoph Matthias Reim hat sich diesem Phänomen angenähert. Verdammt, ich lieb dich ist ein Meisterwerk. Verdammt, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Lyrisch so genial wie Allein, Allein vom Polarkreis 18. Die Älteren erinnern sich, Zitat, wir sind allein, 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 we look into faces, allein, allein, wait for a sign, wir sind allein, 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 Zitat Ende. Das Wort allein im Songtext auf jeden Fall nicht ganz so allein. Doch zurück zu Matthias Reim. Wer wirklich denkt, dass verdammt ich lieb dich in Wahrheit keine systemkritisch antineoliberale Bedeutung hat, denkt auch, dass die Erde eine Kugel ist. Doch tauscht man das Wort dich mit Snickers aus, erscheint die wahre Bedeutung hinter den Zeilen. Verdammt, ich will Snickers nicht. Verdammt, ich denke, es ist klar, worauf ich hinaus will. Der Mensch zerreißt sich und er weiß nicht, was er will oder braucht oder liebt. Mir geht's nicht anders. Mein Leben ist ein Gänseblümchen und ich ein verliebtes 10-jähriges Kind. Ich bin am 13. September 1999 in Mainz geboren, hatte qua Geburt die russische Staatsangehörigkeit. Erst mit 2 Jahren wurde ich in Deutschland eingebürgert. Ob ich dafür irgendeinen Test bestehen musste, weiß ich nicht. Als 2-Jähriger konnte ich aber wahrscheinlich noch nicht genau artikulieren, was freiheitliche demokratische Grundordnung für mich bedeutet oder wie man Sauerkraut-Saftschorle buchstabiert. Ich bin unfassbar froh, mir mein riesiges Privileg bewusst, in Deutschland leben zu dürfen, aber ich identifiziere mich nicht durch einen Staat. Ich wohnte fast mein Leben lang in Essen, mitten im Ruhrgebiet. Patriotismus auf lokaler Ebene finde ich noch okay, wird mir oft aber auch zu viel. Ich bin nicht auf Kohle geboren, sondern in einem Krankenhaus. Und durch meine Venen fließt kein Bier, sondern Wodka-Soda. Und was ist Essen eigentlich für ein komischer Name für eine Stadt? Wieso nehmen wir das einfach hin? Was kommt als nächstes? Eine Stadt, die ein Adverb mit einem Körperteil verbindet? Da Ohren, hier Nase, Dortmund? Absurd. So lustig war es nicht. Also, ich hatte mal Angst, nicht legitimiert genug zu sein, eine David-Sternkette tragen zu dürfen. Nicht jüdisch genug zu sein, denn weder ist meine Mutter Jüdin, noch bin ich konvertiert. Andererseits ist es nicht so, dass bloß die Arbeitskollegin meines Großonkels einen Hundefriseur hat, dessen Stiefbruder mal eine Doku über das Judentum gesehen hat und das mein einziger Bezug wäre. Nee, ich bin väterlicherseits jüdisch aufgewachsen, fühle mich jüdischer Kultur verbunden und möchte das zum Ausdruck bringen. Ich fühle mich wohl, wenn ich diese Kette trage, aber nicht mehr sicher. Ist das alles Teil meiner Identität? Und wie sieht es aus mit meinen Ängsten? Ich habe vor sehr vielen Dingen Angst. Vor Feuer, Quallen, zu vielen Salzkörnern auf Brezeln, einem neuen Lied vom Polarkreis 18 und vor allem vor Puppen. Aber was sind Puppen bitte auf ein Konzept? Hier, mein Kind, ein kleines Abbild von Menschen mit immer offenen Augen, dessen Gliedmaßen sich etwas mechanisch bewegen. Wusstest du, dass Puppen oft die Reinkarnation toter Menschen sind? Gute Nacht. Ich kann keinen Purzelbaum und ich kann keine Tabletten schlucken. Ich hatte immer Angst, mir mein Genick zu brechen. Warum ich keinen Purzelbaum kann, weiß ich nicht. Im Ernst, ich habe große Schluckschwierigkeiten. Mir wurde mal eine Sonde durch meine Nase gesteckt, um mich beim Schlucken filmen zu können und zu schauen, was da nicht so ganz funktioniert. Habe dann einen Purzelbaum gemacht und konnte wieder sehen. Ich
Ich habe fast minus 10 Dioptrien, daher große Angst, meine Prügelei verwickelt zu werden. Wenn mir jemand die Brille abnimmt, bin ich kampfunfähig. Ich hab ein Muttermal im Auge. Klingt komisch, aber ist es auch. Irgendwann bin ich aufgewacht, dann war es da. Es bedarf nicht viel Pflege, Haare wachsen schon raus, klar. Nee, es ist einfach ein roter Fleck, weird. Keine 3 Pferde kriegen mich noch einmal zum Augenarzt. Bei 4 Pferden überlege ich es mir. Vielleicht prägt aber auch das alles hier gerade meine Persönlichkeit am allermeisten. Ich liebe Poetry Slams. Auf Bühnen habe ich gelernt, selbstbewusster zu werden, spontaner, offener. Das prägt mich bis heute, auch jetzt in diesem Moment. Aber gleichzeitig bin ich Jurist, promoviere und möchte in einigen Jahren vielleicht Richter sein. Wie soll das zusammenpassen? Wie soll ich im Extremfall einem Menschen am Morgen lebenslang die Freiheit nehmen und am Abend in Bielefeld Witze über Snickers erzählen? Ich habe Angst, nicht alles zusammenzukriegen, mich irgendwann entscheiden zu müssen, falsche Entscheidungen zu treffen. Ist doch ganz einfach, sagte mir ein Schulfreund nachts in angetrunkenem Zustand, als ich 15 war. Wenn du einen schwulen Porno schaust und das geil findest, dann stehst du auf Männer. Ah, danke für die Aufklärung. Ich dachte immer, schwul, bi oder pan zu sein, sei keine Entscheidung, die man bewusst trifft, sondern mit der Geburt kommt Guido Maria Kretschmann und händigt eine Urkunde aus. Ganz so einfach empfand ich das nicht. Ich habe mich meine ganze Jugend lang gefragt, auf was ich wirklich stehe. Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der es eine würdest du für 100 Euro Frage war, als Junge einen anderen Jungen zu küssen, in der es Prank-Videos gab, in denen junge Männer ihren Vätern beichteten, schwul zu sein, um ihnen einen Schrecken einzujagen. Und das gelang, wäre ja sonst wie ein sehr schwieriges Mandala. Kaum auszumalen. Kaum auszumalen, was los wäre, wenn unser geliebter Sohnemann auf andere Sohnemänner stehen würde. Mich haben sowohl Mädchen als auch Jungen interessiert. Ich hatte mit 10 einen kleinen Crush auf Bart Simpson. Er ist gelb und hat keine Haare, keine Ahnung, was da los war. Aber von jungen Menschen wird erwartet, sich in jeder Hinsicht klar benennen zu können. Wer wir sind, ist eine Information, die andere ganz genau einordnen können müssen, aber ich will mich nicht immer labeln. Übergänge können fließend sein, was mir heute Identität stiftet, kann mir morgen schon egal sein. Was mir heute noch egal ist, kann mir morgen schon die Welt bedeuten. Wer bin ich? Ich bin die Art Mensch, die um 0.02 Uhr in den Gruppenchat schreibt, wir sehen uns dann heute. Ich mache schlechte Witze und trage langweiliges Parfum. Öde Toilette. Ich kann schon das kleine Eimer 1, das große ABC. Ich kenne alle 14 Länder der Erde und das chemische Element von Wasserstoff. Volvic. Ich bin für meine Freundinnen da, wenn sie mich brauchen. Ich bin im Stadion und beleidige die gegnerischen Fans nicht. Ich bin begeisterungsfähig. Es braucht nicht viel, um mich glücklich zu machen. Ich sage Menschen gerne nette Dinge und bin idealistisch. Ich hasse Menschen nicht. Ich bin so naiv. Omas machen den Enkeltrick mit mir. Wer ich bin? Keine Ahnung. In erster Linie Benjamin. Benjamin Poliak. Rückwärts heiße ich Kailob Niemeinep. Meine besten Freunde nennen mich Benny und meine Mutter, die nennt mich immer noch Seitschik. Das ist russisch und bedeutet, ich hab dich lieb, egal wer du bist. Dankeschön.